So, da sind wir bei Project Zero 3. Weiter geht's, zurück im immer gleichen Albtraum im alten japanischen Haus, in dem die Reißwände sicherlich auch schon mal ein bisschen besser aussahen. Wobei, ganz ehrlich, bei mir würden die Dinger nach einer Woche so aussehen, wenn ich solche Wände und Türen in Anführungszeichen bei mir in der Wohnung hätte. Einmal, weil meine Katze wahrscheinlich auch extremes Interesse an den Teilen hätte und ich wahrscheinlich der Erste wäre, der in der zweiten Nacht auf dem Weg zur Toilette kopfüber durchfällt einfach, wahrscheinlich mit der Stirn im Ofen landet, der warum auch immer in der Mitte des Raumes auf dem Boden ist. Alte japanische Häuser, die machen nicht wirklich viel Sinn, aber platzsparend. Also dann kannst du falten und mitnehmen, wie auch immer. Wir gehen weiter und gucken, ob wir hier irgendwas machen können. Ja gut, so schlimm ist es auch nicht. Die haben ja drumrum im Prinzip eine kleine Konstruktion. Bei Amerikaner und Japaner, alte japanische Häuser, nehmen sich nicht viel von der Qualität der Konstruktion, glaube ich. Die werden auch easy mal weggeblasen vom bösen Wolf. Was haben wir denn hier? Da hängt eine Uhr an der Wand. Ja, okay. Mehr nicht. Ja, ist eine Uhr. Keine weitere Info. Ist eine verdammte Uhr, was willst du hören? Es ist okay, sorry, Mann. Das ist eine alte japanische Truhe. Sie ist offenbar leer. Vielleicht war das ein Stauraum für ungenutzte Möbel. Möbel in der Truhe? What? Wie groß ist deine Truhe? Ich weiß nicht, was ich zuerst fragen soll. Wie klein ist deine... Whatever. Ich frage einfach nicht. Da sind zwei Tintenbehälter auf einer alten japanischen Truhe. Der lackte Behälter blättert ab und die Farbe ist blass geworden. Ist alles nicht mehr das Neueste. Warte mal ganz kurz. Hier ist auch eine Tür, glaube ich, laut der Karte. Genau, kann ich die von der Seite öffnen? Schiebetür, please. Schiebetür, zeige dich. Nein, okay, kein Interesse an meinen Fingern. Kann ich nicht verstehen. Was bist du denn? Ein kleiner Kimono ist in der Truhe. Er sieht aus, als gehöre einem kleinen Mädchen. Oder einer winzigen Frau. Schließt die Option nicht aus? Du bist selbst Japanerin? Du kennst winzige Frauen? Oh. Ah, shit. Okay, das war auch die falsche Taste. Zum Glück der Typ nur 7 Filme, also halb so wild. Da haben wir ja genug davon. Aber Mist, wieder ein Geist verpasst. Ich meine, wie hätte ich die denn kriegen sollen? Die ist ja weggerannt, bevor ich überhaupt um die Ecke gebogen bin. Die hat meinen Plan gerochen. Von dem ich noch nicht wusste, dass er existiert. Schauen wir uns hier mal das obere Stockwerk an. Hier haben wir schon 2 Schlösser gefunden, die Einkerbungen haben. Vielleicht Hinweis drauf geben, was reingesteckt werden kann, wenn wir was finden, dass das ähnlich klingt. Hier noch irgendwas? Das ist keine Tür. Viele Dinge in den alten japanischen Häusern sehen aus wie Türen, sind's nicht. In der Truhe scheint eine Tür an der Wand zu sein. Vielleicht führt sie auf das Dach. Ich würde die Truhe bewegen, aber sie ist zu schwer. Wahrscheinlich könnte sie nur einen Mann verschieben. Oh Gott, ein starker Mann. Ich hoffe, da reitet einer auf einem Knochenpferd vorbei. Schwierig. Schwierig hier wahrscheinlich einen Mann zu finden. Wir gucken mal weiter. Da liegt auf jeden Fall ein Item rum. Ich gehe mal direkt mit gezogener Kamera um die Ecke. Oh, Schnapp. Okay. Das ist kein schöner Anblick. Je nachdem, wie man fragt. Sag mal hier, ich habe etwas für die Kamera Obscura gefunden. Du hältst die Ausstattung Alarm. Oh, nice. Funktion zeigt Fatal Frame an. Wenn sie von einem Geist attackiert werden, blitzt der obere Teil des Suchers vielleicht auf und ein Alarm ertönt. Eine mächtigere Blendechance, das Fatal Frame. Während das Fatal Frame verursacht, wird der Geist zurückgeschleudert und sie verursachen großen Schaden. Schießen sie nochmals, während der Geist zurückfliegt, können sie die Schnellauslöser-Kombo. Okay, das nehme ich mal als Info so mit. Dann machst du eine Combo im Prinzip, wollte ich wahrscheinlich sagen. Danke dafür, du kannst Teile der Kamera Obscura im Menü Kamera Obscura einbauen und verbessern. Das ist schon mal ein guter Hinweis. Ich muss erstmal ganz kurz schauen, wo ist denn die... Hier ist das Kamera Obscura Menü. Haben wir irgendwas... Oh ja, ist aktiviert, oder? Eindeutig. Du kannst jetzt mit dem versteckten Fatal Frame fotografieren. Linsen haben wir natürlich noch keine. Wir haben noch nicht wirklich
arg viel verbessert natürlich. Wir haben auch noch nicht so viele Punkte, wobei wir hätten 11.422, könnten die Reichweite verbessern, was vielleicht nicht so ganz schlecht ist. Direkt mal reinpacken. Wie gesagt, alles Funktionen, die hilfreich sind, die wir nach und nach aufbauen werden, genau wie in den anderen Teilen im Prinzip. Man kann seine Kamera leveln, die dann besser zum Geisterjagen ist, wie auch immer. Ansprechender einfach. Oh. Okay. Please help me. What? Ich würde gern. Klick mal oder so. Irgendwie ein bisschen auf dich aufmerksam machen. Das ist eine. Goddammit! Das ist eine Option. Oh. Ich weiß nicht, ob ich dir helfen will, mein Freund. Die Tür ist verschlossen. Das Schlüsselloch trägt die Gravur eines Vier-Punkt-Brunnens. Das ist ein Vier-Punkt-Brunnen für dich, okay. Könnten auch Eisstiele sein, aber gut. Ich gebe mit einer Erklärung. Das macht irgendwie mehr Sinn und klingt passender. Stimmen hinter der Wand. Im Stauraum unter der Treppe war eine verschlossene Tür. Ein tiefes, klagendes Stöhnen erklang dahinter. Was war das nur? Könnte einiges sein. Aber die meisten meiner Erklärungen, die ich im Kopf habe, sind nicht wirklich positiv. Könnt ihr euch ja selber vorstellen. Ich gehe erstmal. Ich habe auch hier natürlich noch nichts, um die Tür zu öffnen. Jetzt würde ich sagen, lass mal abhauen. Die Richtung weiter gucken. Ich habe mich ein bisschen verlaufen. Wo zur Hölle bin ich? Ach, hier bin ich rausgekommen. Genau, hier bin ich hochgekommen vielmehr. Gehe ich mal hier noch hoch. In den dritten Stock. Und nehme am besten die Kamera raus. Einfach nur falls. Nein, ist nur ein Bettlaken. Alles gut. Keine Panik. Außer ihr habt Angst vor Bettlaken, was ein bisschen absurd ist. Aber dann dürft ihr schreien. Dann ist es jetzt euer Moment. Ein rotes Tuch hängt über einem zerbrochenen Spiegel. Ist vielleicht auch besser, dass er abgedeckt ist. Das ist eine hohe Truhe. Die Außenfläche ist durch die Feuchtigkeit vermodert. Der Handstrich ist abgeblättert. Scheint nichts drin zu sein. Vielleicht wurde sie nie benutzt. Vielleicht war auch mal was drin und wurde wieder rausgenommen. Verrückt, oder? Ideen habe ich manchmal. Progressives Denken. Bei der Verwendung einer Kiste. Okay, an der Tür ist eine Steintafel mit mehreren eingearbeiteten Steinen. Vielleicht kann man sie so öffnen. Du hast es versucht, aber sie ging nicht auf. Eine winzige Schrift ist in die Steintafel eingeritzt. Gravier die gleiche Anzahl Schmerzen in das Podest, die im Stein des Schlafes eingraviert ist. Ist doch ganz klar. Warum bin ich nicht vorher drauf gekommen? Das ist die einzige Erklärung, die ich mir geben kann. Ja. Damit können wir noch nicht viel anfangen aktuell. Kommen auf jeden Fall drauf zurück. Wenn wir mehr Infos haben dazu. Was genau eigentlich gerade verlangt wird von mir. Das klingt ja ganz spannend, was du da sagst, aber. What? Der Wand hier ist irgendwas für mich. Yep, da ist was. Ein Siegel an der Wand. Auf dem Foto sieht man irgendwas. Naja, es wäre ein Bild von einem anderen Ort. Ich weiß auch genau, wo dieser Ort ist. Da waren wir gerade eben. Es ist unten eine Treppe. Lass mal da noch kurz rübergehen. Dann vorbei und da drüben runter und dann auf der anderen Seite im Prinzip. Schauen wir mal, ob es da irgendwas zu sehen gibt. Oh, der Sensor leuchtet rot. Ich bin auf alles vorbereitet. Nur nicht auf Überraschungsangriffe. Ah ja, da ist einer. Hallo. Darf ich? Wie auch immer. Ich mache Referenz. Damit ist das Siegel gebrochen und wir können oben durch die Tür durchgehen. Keine neuen Rätsel, ich glaube, die gab es im ersten Teil auch schon. Dass man einfach ein Bild von irgendwas gemacht hat. Oh, schau mal. Dieses blaue Glibber zeigt dir das Bild von dieser Tür da drüben. Geh mal dahin. Vielleicht hast du da irgendwie Glück.
Siehe da, Panda auf dem Einrad. All die wunderbaren Dinge, die man nicht erwartet hat. Da ist auch jemand. Hey, Lady. Hoho, am Beamen ist die Gute. Nicht für mich. So sieht's aus. Fatal Frame, fast die Combo hinterher. Fast die Combo hinterher. Nur 7er Film. No fucks given. Braucht doch keine großen Geschütze für dich. Warte, was? Okay. Bis ich kein Interesse hatte, den Angriff abbrechen musste. Der Flick, wunderbar. Na komm, ohne abzubrechen. Mit der Combo hinterher. Zurück in eine verdammte Wand. Da gehörst du auch hin. Hinter Stein versiegelt. Dein Mann. Oh! Ich sehe so langsam Gründe, warum er nicht mehr da sein könnte. Das war ein Bild von dem Hinterteil. Das ist schön anzusehen, bringt plötzlich wirklich viel. 10 mehr davon. Oh komm. Kurz davor der Cockblock. Trotzdem kriege ich dich. Kombo-Chance. Keine Kombo-Chance. Was ist denn da passiert? Oh. Was verpasst? Sag doch was, dass du hier bist. Okay, mal schön auf den Sensor achten. Die ist da irgendwo in der Wand. Da kommst du raus, gegeistert. Die ist einfach durchstrollt, Mann. Du kannst mich mal, Wand. Du hast keine Macht über mich. Mann, ey, respektabel, aber... Können wir das nicht irgendwie anders klären? Also klären im Sinne von, wir reden nie wieder. Oder, was hältst du davon? Ich erlöse deinen Mann. Kann man es arrangieren. Und noch eine Combo. Ist noch eine. Und die Dreier-Combo. Ich kann nicht aufhören, Mann. Wir machen direkt weiter. Oh. Wie jetzt? Ich glaube, ich sollte den 14er Film auspacken. Das dauert gefühlt schon ein bisschen zu lang. Jetzt komm. Exakter Kill. Schlaf schön. Ja, perfekter Abschluss. Nochmal den Boden fotografiert. Da drin ist sie versunken. Kein Scheiß. Ich habe es mit meinen eigenen Augen gesehen. Okay, jetzt können wir hier reingehen. Der Geist vor der Tür verschwindet. Also, ist er schon. Mit Sack und Pack einfach rausgezogen. Das gefällt mir nicht. Es gibt Brabbel von der anderen Seite hier. Was sehe ich da? Oh, da sitzt jemand. Gleiche, die wir oben an der Treppe gesehen haben vorhin. Was redet sie denn? I wanna survive, help me. Sollen wir drüber reden? Kann ich dir irgendwie helfen? Lady? Hör auf, deine Knie zu halten und dich selber zu bedauern. Ich rief, aber es kam keine Antwort. Ein Notizbuch oder ähnliches liegt zu Füßen der kauernden Frau. Verkohlter Pass. Nachname Takigawa Yoshi. Japanisch Shizuoka. Sieht ziemlich versenkt aus. Ich kann gerade noch die Schrift erkennen. Yoshino Takigawa. Das ist vielleicht der Name? Wahrscheinlich. Wenn es unter dem Teil steht, der sagt Name, dann ist es ihr Name. Verrückt, oder? Frau auf dem Foto. Die Frau auf dem Film in der Kamera Obscura, die ich im Traum im Anwesen sah. Ihr Name stand in dem verkohlten Pass, der vor die Füße fiel. Yoshino Takigawa. Gibt
es eine solche Person wirklich? Wenn der Pass da liegt und er ist nicht gefälscht, dann, ja. Ja, hätte ich gesagt. Ich wollte mit ihr reden, aber sie reagierte nicht. Okay, wir machen einen Deal. Ich kehre jetzt den Rücken zu und du greifst mich nicht an. You should wake up. Please help me. Was? Please wake me up. I didn't do anything wrong. Why? Oh. Das ist ein ausladender Bluterguss. Ich bin wieder mal erstaunt, dass du dich im Liegen angezogen hast. Okay, der Bluterguss erscheint. Der Schmerz kehrte nach Traum vom leeren Haus wieder. Seit der Vision an jedem Tag sehe ich das Haus immer wieder im Traum. Den Schmerz bei der Berührung durch die tätowierte Frau. Der Bluterguss. Der Traum, das Haus, hängt das irgendwie mit You zusammen? Bin ich nur müde? Wie müde kann man sein? Stelle ich mir die Frage. Okay, wir sind zurück. Auf dem Schreibtisch liegt eine Kamera Obscura. Sie können jetzt speichern. Ah, stimmt, das ist zum Speichern. Warum nicht? Lasst uns kurz speichern. Okay, zurück im Zimmer. Schauen wir, was Miku macht. Ob die vielleicht irgendwas Neues zu erzählen hat. Post vielleicht? Und die große Frage, die sich jeder stellt, der letzte Folge sieht. Können wir die Katze streicheln? Liebt sie uns jetzt? Komm schon, Mizi. Das ist mein einziger Traum. Jetzt, wenn ich wieder aufwach. Miku steht nicht da. Da liegt was. Auf dem Küchentresen lag ein Zettel. Lieberei, ich will ein paar Nachforschungen über die Frau von neulich machen. Ich komme am Abend zurück. Vergiss dein Frühstück nicht, okay? In einer Schale auf dem Küchentresen standen ein paar vollkommene Reisbällchen. Die vollkommenen Reisbällchen, Mann. Die sie am Scheinen sind. Die hier? Sind das meine Reisbällchen? Gut, ich meine, dann will ich meine Reisbällchen nicht verkommen lassen. Das sind bestimmt köstliche Reisbällchen. Von hier aus kann man über die Theke schauen und das ganze Wohnzimmer überblicken, quasi aus der Mutterperspektive. What? Mutterperspektive? Vor allem das ganze Wohnzimmer überblickt. Du tust gerade so, als wenn du König der Löwen wärst. Alles, was das Licht berührt. Okay, gut. Von mir aus, die Mutterperspektive, das habe ich jetzt auch noch nicht gehört. Die Geschirrspülmaschine, die ich für Miku kaufte. Ich dachte, sie würde ihr Leben erleichtern, aber sie benutzt sie anscheinend fast nie. Schönes Geschirr und zerbrechliche Teller gehen beim Waschen der Maschine schnell kaputt, sagt sie. Kluges Mädchen. Ich meine, das ist stierer Aufwand und ich mach's auch nicht. Rein damit, aber hat sie schon recht. Wenn sie Bock drauf hat, warum nicht? Oh, hey, Miezekatze. Mal kurz die Katze anschauen. Jupp. Ich kann bestätigen, das ist eine Katze. Das ist genau das, was meine Katze auch machen würde, wenn ich einfach nur über ihm stehen würde und ihn anstarren würde. Nicht reagieren. Telefon. Ich eile. Hello? Ray, it's Miku. Ich konnte den Namen und die Adresse der Frau auf dem Foto erfahren. Yoshino Takigawa. Sie ist die einzige Überlebende dieses Flugzeugabsturzes neulich. Ich wusste, ich kenne sie irgendwoher. Es fügte sich alles, als ich mit einem Redakteur sprach. Offenbar liegt sie immer noch im Krankenhaus. Ich sage dir, wo sich das Krankenhaus befindet. Yoshino Takigawa. Das ist genau der Name, den wir gerade gelesen haben auf dem verkohlten Pass. Was zur Hölle machst du in meinen Träumen?
What? Zu Tinte zerlaufen. Hat sich verdünnisiert, die Gute. Im wahrsten Sinne des Wortes. Did you go to the hospital? Mm-hmm. Komm schon. Gib ihr ein bisschen mehr als das. Miku ist mehr als nett. Du bist echt nicht die beste Mitbewohnerin. Okay, die Überlebende. Yoshino Takigawa. Das ist die Frau, die ich im Haus des Traumes sah. Überlebende eines Flugzeugabsturzes. Im Krankenhaus erwachte sie nicht vom Schlaf, bis sie eines Tages vor meinen Augen verschwand. Eines Tages. Ja, okay, der eine Tag, in dem wir halt da waren, ne? Wie auch immer. Ein blaues Muster erschien auf ihrem Körper, kurz bevor sie verschwand. Was war das? Besteht eine Verbindung zur Frau in meinem Traum? Wenn es so ist, dann sollten wir auf jeden Fall zurückgehen und ich meine, es ist auch ziemlich sicher, dass wir wieder da landen werden. Die Chance ist groß, dass wir keinen freundlichen, netten Kinder, schwimmen Schokoflüssen Traum haben. Unwahrscheinlich. Unwahrscheinlich mit ihrem Hintergrund. Und ich kann mal ganz kurz runterschauen, ob Miku da ist oder ob wir sonst noch irgendwie was lesen können, was sehen können. Ja, da ist sie. Schon in Schlafklamotten. Ray? Are you having trouble sleeping? Wow, okay. Sorry, Robocop. Was vorher mit dir passiert ist. Im Fernsehen hieß es nur, sie sei verschwunden. Ray, du hattest sie kurz zuvor noch gesehen, aber weißt du vielleicht irgendwas über sie? Nicht wirklich als jeder andere, außer dass die Alte in meinem Traum auftaucht und ein bisschen creepy ist, jetzt zu erfahren, dass die das überlebt hat und im Krankenhaus liegt. Und schaut sie mich an, dann ist sie plötzlich ein Tintenfleck und ich bin noch viel verwirrter als vorher. Wie auch immer, lasst uns schlafen gehen. Ist, glaube ich, eine gute Idee, zurückzugehen in den Traum. Zu gucken, ob wir mehr erfahren können. Da waren wir wieder. Sie ist gar nicht mehr überrascht mittlerweile. Oh, hey, schau mal. Wir sind wieder da. Willkommen zurück. Jetzt mal schauen, ob der Geist jetzt wieder hier durchrennt. Ich merke gerade, wir haben auch Typ 14 zurückgekriegt, glaube ich. Ist das auch ein bisschen davon? Kriegen wir Film? Wie gesagt, Typ nur 7 ist komplett aufgefüllt. Da war ich mir auf jeden Fall sicher. Niemand mehr. Super, und da komme ich nicht ran von der Seite. Zu meinen Füßen sind Stangen in der Wand und von der anderen Seite spüre ich einen kalten Luftzug. Es scheint, als wäre auf der anderen Seite der Wand ein weiterer Gang wie dieser. Lass mal gucken. Laut Karte wäre das eher schwierig. Zumindest kann er nicht so lang sein. Wie auch immer. Lass mir früh genug rausfinden. Ich gehe jetzt erstmal wieder in den Hauptraum. Wo wir unseren ersten wirklich großen Battle hatten. Ist da irgendwas? Ich muss bereit sein. Die huschen hier durchs Bild. Viel schneller als ich in Erinnerung hatte. Das ist eine hübsche Tür. Muss man schon sagen. Irgendwann lerne ich's. Irgendwann lerne ich den Button. Und hier so. Da oben ist wie gesagt die andere Tür, die wir noch mit dem Schlüssel öffnen müssen. Unter der Treppe. Typischer Project Zero Moment, du gehst eine Treppe hoch und unten drunter steht irgendjemand. Oder kommt jemand von oben? Ich weiß es nicht, ich nehme die Treppe. Komm schon, enttäusch mich nicht. Niemand?
Irgendjemand? Kein Geist unter der Treppe? Ich bin leicht enttäuscht. Oder weiß er Bescheid, dass ich die Kamera draußen habe? Denkt sich, so einfach weiß der nicht. Lass mal gucken. Ich meine, vielleicht ist auch einfach keiner. Ich weiß nicht, ob da einer kommt. Das war jetzt einfach nur so. Jo, das könnte passieren in Project Zero, dass er unter der Treppe steht. Scheinbar nein. Scheinbar dieses Mal nicht. Was geht denn sonst hier oben eigentlich noch? Wir sind noch nie so wirklich arg weit gegangen hier in dem Bereich. Hier ist irgendjemand anwesend. Ja, da drüben in die Richtung. Wow. Wegen, da ist einer anwesend. Was haben wir denn da für eine Party? Schattengestalten, die sich an Wandteppichen erfreuen. Okay. Weitermachen. Ich habe keine weiteren Fragen. Hier ist nichts drin. Außer ein seltsamer Herzschlag, der plötzlich auftaucht. Das Geräusch, das sie machen. Was? Was genau tut der da drin eigentlich? Kann ich da durchgehen? Ist da eine. Da ist keine Tür. Keine einzige Tür. Warte mal hin. Hinter mir an der Wand ist. Das ist eine Tür? Wie habe ich die denn übersehen? Karte. Okay. Hier soll eine Tür sein, laut der Karte. Kann ich der Karte glauben? Ich glaube, die Karte lügt. Was denkt ihr? Leute, ich würde sagen, wir machen erstmal einen kleinen Cut rein. Wir sind zurück im Albtraum und entdecken weiter, suchen weiter, schauen, dass wir vielleicht mit den verschlossenen Türen irgendwann mal ein bisschen weiterkommen und ich bin auf jeden Fall gespannt, wem wir hier als nächstes über den Weg laufen. Oder man muss eigentlich sagen, wer uns als nächstes über den Weg läuft. Freue dich auf jeden Fall auf eine neue spannende Folge Project Zero 3. Wenn euch das Video gefallen hat, Daumen hoch, lasst mir einen Kommentar da. Bis dahin, haut rein.